Wir sind heute bei We Love MMA in Oberhausen und an meiner Seite begrüße ich Planet Eater Hedgecoach Peter Sobotta. Peter, vor gut 3 Jahren warst du hier auch noch in der Königsbürsten Arena bei UFC, glaube ich, war es 122 gegen Amir Sadollah. Heute als Coach hier. Ja, wie waren so deine Gefühle, als du das erste Mal wieder in die Königsbürsten Arena einmarschiert bist? Ja, als erstes habe ich gedacht, wird Zeit zurück in die UFC zu kommen, weil es einfach die alten Gefühle geweckt hat. Es ist natürlich ein anderes Gefühl, bei der UFC zu kämpfen als bei allen anderen Veranstaltungen. Es ist immer aufregend, aber die UFC war schon was ganz Besonderes und ich habe erstmal eine Gänsehaut bekommen. Es natürlich hat es alte Erinnerungen geweckt, wieder hier in die Halle reinzukommen. Du hast gerade schon angesprochen, Ziel eines jeden Kämpfers, bei der UFC zu kämpfen. Die UFC, ja, gehen jetzt die Gerüchte rum, werden sie dieses Jahr nach Deutschland kommen oder nicht? Dana White hat jetzt jüngst gesagt, sie kommen. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass die UFC denn wirklich nach Deutschland dieses Jahr kommt und vor allen Dingen, dass du auch gerade jetzt nach deiner Auszeit vielleicht die Chance hast, in die UFC da ein Comeback zu feiern? Ehrlich gesagt, ich persönlich halte es für eher unwahrscheinlich, dass die UFC nach Deutschland kommt. Ich habe es früher geglaubt, aber ehrlich gesagt, sie haben wenig Grund. Sie waren zweimal da, haben die Hallen nicht ausverkauft bekommen, sie haben keinen TV-Deal. Wenn ich die UFC wäre, jetzt rein vom Finanziellen her, würde ich lieber in andere Länder gehen. Vielleicht sehen sie aber Zukunftspotenzial in Deutschland. Wenn das der Fall ist, werden sie hoffentlich bald kommen. Wäre natürlich toll für alle Kämpfer und für den ganzen Sport, aber ich persönlich glaube eher nicht, dass sie dieses Jahr nach Deutschland kommen. Ich habe es gerade angesprochen, du hast jetzt eine lange Auszeit gehabt. Ja, krankheitsbedingt. Kannst du vielleicht den Zuschauern, die noch nicht informiert sind, mal sagen, ja, um was genau für eine Krankheit handelt es sich und wie schwerwiegend war die OP, die du dir unterziehen musstest? Ja, war eine ziemlich schwere Krankheit. Ich war kurz vor meinem Kampf und 2 Wochen vorher, ich habe in Holland trainiert, habe ich Bauchschmerzen bekommen. Es wurde immer schlimmer, dann wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert und ich hatte einen bakteriellen Befall in meinem Darm. Das ist eine ganz nennt sich Aktinomykose, sagt wahrscheinlich niemandem was, weil das eine ganz seltene, ein ganz seltener Keim eben ist, der mich da leider befallen hat. Man musste mir Teile von der Bauchdecke wegschneiden, Lymphknoten, was vom Dickdarm, vom Dünndarm. Also es war ziemlich übel. Ich habe lange gebraucht, bis ich überhaupt wieder richtig stehen konnte. Bin jetzt aber seit Januar wieder zurück im Training, aber es wird noch lange dauern. Ich schätze mal, dass ich, wenn alles gut läuft, frühestens im Sommer wieder kämpfen kann. Ja, ich sag mal, wenn man so ein schwierige OP hat und auch dementsprechend durchs wirklich tolle Training geht, inwiefern hat dir da wirklich so dein Kampfgeist da geholfen, durch diese schwere Zeit durchzukommen? Also erstmal denkt man da gar nicht ans Kämpfen. Also irgendwie, dass man sagt, ja, schade, dass ich nicht trainieren kann oder so. Erstmal will man einfach nur gesund werden. So, bei mir war die erste Woche nach der OP nicht klar, was ich habe. Also es könnte auch genauso gut sein, dass ich irgendwie am nächsten Tag abkratze, weil die Ärzte haben sich gefragt, was war denn das? Die haben sowas noch nie gesehen. Man musste die Laborwerte abwarten und die eine Woche Ungewissheit, das war eigentlich die schlimmste Zeit in meinem Leben. Aber als ich danach gehört habe, ich werde wieder gesund, es wird wieder, kam natürlich dann wieder so der alte Kampfgeist zurück, wo ich gesagt habe, gut, da kämpfe ich mich jetzt durch, ich komme wieder zurück, ich will unbedingt wieder in den Ring. Und das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Einfach wieder sich gut zu fühlen, gesund zu werden, ein gutes Gefühl, auch wieder das Selbstbewusstsein zurückzubekommen, weil das ist das Wichtigste im Ring. Man muss in den Ring steigen und denken, dass man der stärkste Mann der Welt ist, ansonsten sollte man nicht in den Ring gehen. Und um dieses Selbstbewusstsein wieder zurückzubekommen, dazu muss der Körper eben mitmachen. Und das ist eine lange Zeit, bis man wieder dahin kommt. Also jetzt zumindest bei mir. Deshalb, wie gesagt, denke ich, dass ich erst wieder im Sommer zurück bin. Peter, wir wünschen dir bis dahin alles Gute. Bleib auf jeden Fall gesund, steig gut ins Training ein, verletzungsfreie Vorbereitezeit und danke für die Zeit, dass du uns hier ein Interview gegeben hast. Alles Sehr gut. Gerne, Dankeschön.